So, ich nenne ihn mal Isegrim. Ich habe jetzt, ich glaube, 8 Saplings aus einem Baum gekriegt, knapp. Hm, jawohl. So, Isegrim. Jetzt muss ich mich erstmal natürlich durchschlagen durch die ganzen Menüs, was er alles können soll, tun und so weiter. Ganz wichtig aus meinem Aspekt, PvP muss für ihn an sein. Also er muss die Möglichkeit haben, kannst du das einstellen, dass er das PvP-Fleck ignoriert? Ja, das, hey, er ist ja, ein NPC. Haha! Also ich mache jetzt erstmal 1, no fall damage. Also er kriegt keinen Fallschaden, er kriegt keinen Feuerschaden, er brennt natürlich Burns and Sun das natürlich nicht. Er kriegt eine dicke Rüstung und sobald er angegriffen wird, wird er aggressiv und kriegt einen Rapier. Ich baue ja, eins. Creature Type Normal. Hide that body, no time, lalalalala. Health, du, ich könnte ihn jetzt auch mal. Wie wär's, wenn ich ihn einfach mal 200.000 Health gebe? Oh ja. Den sollen sie erstmal umhauen. Oder besser. 666. Aggro Range. Hm. Ach, schade, so viel geht nicht. Er hat es jetzt runtergesetzt. Also, er hat jetzt 32.767 Health. Das sollte auch reichen. Dead. So, Aggro-Range. Hm. Wahrscheinlich, wie weit er noch hinter einem herrennt. Schlafe in der Wüste. Können wir mal so lassen. Standing, ja, er soll hier rumstehen. Ich glaube nicht, dass wir ihn durchs Haus laufen haben wollen, ne? Kannst du ihm ja so einen kleinen. Wenn man ihm jetzt so einen kleinen Verkaufstresen bastelt, dann kann er ja da hinter seinem Tresen auf und ab. Er hat hier oben sein Ei, also wo unsere Gästezimmer hinkommen, habe ich ihm jetzt erstmal ein Zimmer gegeben. Da soll er drin. Es ist ein Wandersmann, also ein Händler auf Wanderschaft, der hier zu Gast ist. Ein reisender Händler, alles klar. Genau. Ich gebe ihm einfach mal Walking Ranch 2, das heißt, da dürfte er noch nicht hier mit aus dem Haus rauskommen. Sneaking, Aiming, Dancing, nein, normal. Ganz ehrlich, der Backslash Dance Befehl ist in meinen Augen einer der sinnfreisten Befehle in jeder Art von Spiel. Vor allen Dingen, da jedes Mal die Entwickler sich, glaube ich, darin betteln, wer den bescheuertsten Tanz einprogrammiert. Oh ja. Hm, ich glaube, irgendwer ist in meiner Nähe. Da ist jemand. Tatsache, ein Kevin Tobi ist hier und guckt. Ja, Junge, der Herr handelt noch nicht. Ein Kevin Tobi schleicht Animation WoW Drenai. Ich meine, von den Pandaren habe ich es ja noch nicht gesehen, weil ich habe ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Aber die Drenai waren wirklich in nichts zu unterbieten. So, ich muss ja dann so und so für das Konfigurieren von Isegrim. Ich glaube, Kevin Tobi guckt schon etwas verdattert, falls er auf die Health-Anzeige mal geschaut hat. Ja, wirklich. Jetzt versucht er ihn hier durch die Gegend zu schieben. Ja, hörst du mal auf, den Isegrim zu penetrieren? Mann. Moment, das klang falsch. Sollte es auch. Es klang mehr als nur falsch. Wie gesagt, das Konfigurieren und alles, wenn er handeln soll, das mache ich dann über OP. Der hat Buschel viel Leben. Schreib ihm mal, er soll den ja auch nicht küssen. Wegen Buschel und so. Also ich glaube, wir haben ja tatsächlich irgendwelche Probleme mit der Welt, mit der Biomgeneration von einigen Mods, weil bis auf die Standardbiome habe ich diesmal tatsächlich nicht wirklich was gefunden. Er hat ein Buschel viel Leben, ja. Warum hat der wohl so viel? Was meinst du? So, warte mal, Stats. Respawn, Aggro Range. Irgendwo kann ich doch bestimmt auch einstellen, was für einen Schaden er macht. Melee Options. Melee Strength! Ich glaube, das gibt's ist. Die Einstellung. Gibt es dazu für dich die Einstellungsmöglichkeit Hulk Hogan? Ich versuche es einfach mal wieder mit 6666, also mit 6x6 und gucke, was er dann am Ende nimmt. Okay, 99.999 Melee Strength. Ich glaube, der haut eh alles um. 99.999, das erinnert mich wieder so an wunderschöne Titel von Final Fantasy. Voll, ich könnte jetzt auch noch Melee Speed. Ich gehe mal davon aus, dass das wirklich die Sachen sind, mit denen er dann auch zurückhaut. Wenn ich jetzt Melee Speed genauso gebe, überleg mal, wie schnell der dann haut. Effects kann ich ihn auch noch geben. Fire Effect, Poison, Hunger, Weakness, Slowness, Blindness und alles. Wizard, genau, er kriegt einen Wizard-Effekt. Ja. Ich muss aber auch noch mal gucken, ob nur
Ja, ich glaube, den kann, glaube ich, nur ich bearbeiten. Zumindest hoffe ich, dass hier irgendwo dann, falls es dann nicht so ist, dass es so eine Einstellung dann gibt. Aber ich glaube, das reicht erstmal. AI, Relight, Return to Start. Ach, ja, Rendering. Übrigens, nicht, dass ich dann irgendwann mal da bei uns ins Haus komme und dann irgendwo hinter irgendeiner Tür dann einer auf dem Klo sitzt und sich quält, ne? So eine kurze Seitenanspielung mal. Nebenbei. Ich muss zugeben, das hatte ich schon überlegt, in meiner Playshow-Welt zu machen, aber das fand ich dann zu sehr geklaut. Im Nachhinein, damals war die Überlegung, tue ich das Reggie an? Nein, so fies bist du nicht, außerdem wäre es zu sehr geklaut. Inzwischen, God to Fail würde ich da auch draufsetzen aufs Klo. Mich? Ja, du auch. Du kriegst dann aber ganz besondere Sätze. Müsste ich mal schauen. So. Sobald ich das erste Mal da irgendwas von Wolframklumpen lese, kannst du glauben, dass du in 3 Wochen Ben kriegst. Ah. Und da redet sie wieder. Mein Zorn wirkt sich schon auf den Server aus. Banks Faction at once. Es ist interessant, wie Kevin Tobi hier um mich rumschleicht und anscheinend nur darauf wartet, dass der Kerl handeln darf. Okay, dann sag, dann gib ihm, dass er ein Stück Uranium nur für 10 Quarzblöcke kriegt. 10 Quarzblöcke, okay, da muss ich jetzt, wie gesagt, wirklich mal wechseln, weil das muss ich auf OP machen. Ich habe ja nicht alles Brauchbare, was ich dann wirklich benötige, im Inventar so unbedingt dabei. Quarzblöcke liegen Dings. Ja, wie gesagt, auch jetzt Dias und so, je nachdem, was er machen soll. Und weil, was ich ihn jetzt rein tue, ist dann am Ende auch weg. So. Und im Zweifelsfall, wie gesagt, ich mach mal den Regen aus, wenn ich schon in Sheet bin, ne? Das stört mich jetzt eigentlich gerade weniger. Das ist jetzt bei der Überschiffung des Ozeans gar nicht mal so schlimm gerade. So, Quarz. Block of Quarz. Also wie war das? Ein Uranium für einen ganzen Stack oder wie? 10 Blöcke würden reichen. 10 Blöcke, gut. So erstmal so was Harmloses. Das heißt, wobei eigentlich eher weniger den Quarz. Jetzt räuchern sie da noch den ganzen Nether leer. Hilfe, falsche Taste. Wie gesagt. Wird das. Ja. Wird das Ide Grimde Grimmige Uranium hinladen? Ah. Kinder, lest mehr Bücher! Ja. Man sollte wissen, was Isegrim heißt. Ich mache jetzt mal aus Scherz 64 Dias für ein Uraniumohr. Mal gucken, was er sagt. Also langsam macht mir mein Spiel und mein Rechner gerade wieder Angst. Ja, wie machen wir es eigentlich? Uraniumohr, ne? Als Handel. Im Zweifel. Ich weiß gerade nicht, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, die das Ohr dann noch zu multiplizieren. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, so meinte das, dass man das noch vermehrt oder wie? Abseits richtig, vom dass du dann direkt, dass du direkt das also das nicht den Ohrblock, sondern halt das Ergebnis, das Uranium selber hinpackst. Mhm. Aber wie gesagt, ich nehme Uranium Ohr, das ist für mich jetzt erstmal das Sinnvollste. So, mal gucken, was er sagt zu dem Handelskurs. Gleich kommt, bist du verrückt, das ist viel zu viel. Nö, er hat damals gesagt, ihm ist jeder Preis, ihm ist der Preis egal. Und dann? Okay, ein Stack Diamantenblöcke für... Ja, ein Uraniumohr. Genau. Diamantenblöcke ist ein bisschen viel. Ich habe jetzt erstmal 64 Diamanten, also ein Stack für ein Uraniumohr. Entschuldigung. An dieser Stelle sollten wir uns vielleicht dafür entschuldigen, wenn er diese Folge sieht. Wer von den beiden es gerade auch ist. Ja, wer von den beiden es gerade auch ist, wir entschuldigen uns an dieser Stelle förmlich dafür, aber das muss einfach sein. Und wenn wir schon die Möglichkeit haben, das so schön in der Aufnahme einzubauen, wenn wir hier sowieso eigentlich nur, sagen wir mal, das kleine 1x1 des Minecrafters machen und dabei relativ erfolglos sind, wie in meinem Fall. Weil ich habe ein relativ volles Inventar und ich habe noch kein einziges Biom gefunden, das ich suche. So, zack.
So. Ist er? Ich hab jetzt. Schau, was er jetzt sagt. Jetzt habe ich es gemacht: 64 Diamantblöcke für ein Uranium. Schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, mein. Ah, schön. Ah, ja. Es kann doch nicht wahr sein. Wo sind denn die ganzen schicken Biome, die jetzt wieder fehlen? Warum sind die denn immer in der... In den Tests sind sie immer da. Also aber was wollen wir ihm jetzt für einen Kurs geben? Wir können ja, ich kann ja auch mehrere Sachen geben. Ja, da kann man sich richtig viel Radio holen. Genau. Ja, der Händler soll es ja nicht unnötig billiger machen. Der Händler soll es ja nur so machen, dass man braucht gerade mal welches dringend, hat also nicht die Zeit, es zu suchen in irgendwelchen Minen oder dergleichen. Sondern, richtig, dass man dann richtig. Halt, ja. Das haben wir auch gesagt, es wird ein fairer Preis in dem Häufigkeit des Uraniums irgendwo angemessen. Also ich bin gerade in Gefilden. Und das ist jetzt halt die Frage, was machen wir jetzt? Was soll sein Handelskurs für das Uranium jetzt wirklich der ehrliche Kurs werden? Zwei für drei Dias. Zwei für drei? Oder 2-1? Ja, ganz ehrlich, damals haben sie, wo ich hier rumgesprungen bin, von mir aus kann er 10 Dias pro Uranium sein. Die Aussagen hatten sie, deswegen aber 2-1 würde ich sagen, geht auch. Ja, machen wir 2-1. So, 2-1. Genau. Diamond Shields. Müsste man jetzt mal gucken. Ein Diamond Shield für einen Diamant. Für einen Diamant, wenn man. Hat man wenigstens noch einen Sinn, die Dinger loszuschlagen. Und ich glaube, ja. Ein Diamant. Also, wie gesagt, ich hätte theoretisch sogar zwei gesagt, aber ich glaube, einer ist in Ordnung. Mhm. So, was könnte man dem noch zum Handeln geben? Pass auf, dann ziehen sie los und schnitzen. Er stand hier wirklich dann so mit gesenktem Kopf. Schnetzeln haufenweise Mobs, bis sie so zwei extra dimensional Barrels voll mit Diamond Shields haben. Und dann stellen sie sich dem einen Händler, gehen dann damit hin, verkaufen die Dinger, holen sich die Diamanten und holen sich dann das Uran. Ja, so wird es wahrscheinlich ablaufen am Ende. What das ist dann der. Wenn man das mitkriegt, dann wird es wirklich umgesetzt auf Diamantblöcke. Nö. Dann kommt der normale Händler weg und dann setze ich da einen Vending-Block hin. Okay, so, was könnte man ihnen noch. So, ein Kevin Tobi haut ab, das heißt, ich kann den Handelskurs wieder anpassen. Nochmal so zum Spaß. Möp du. Sag mal, wie viel Ozean ist denn hier mal noch? Gut, fahren wir mal wieder ein bisschen mehr Richtung, wo unsere Wegmarkierungen sind. Ich glaube, ich muss wieder in dem Großozean gelandet sein. Also ein bisschen trollen müssen sie leider noch über sich ergehen lassen, bis der Uraniumhändler wirklich gute Preise hat. Vor allem, ja. Wir müssen uns dann noch überlegen, wirklich, auf was soll er noch handeln? Ich habe es jetzt mal geändert, habe jetzt gesagt, 8 Diamanten für ein Uraniumohr und für ein Diamantenschild kriegst du einen Cobblestone. Nee, mach 8 Diamantschilder für einen Diamanten. Ah, die kannst du ja nicht stacken, die Dinger. Das ist das Problem. Ah, ja, scheiße, da war ja was. Das ging ja wieder nicht. Ah, blöd. Blödes Item. Sonst müsste man höchstens etwas machen, was es nur im Creative gibt, was man auf keinen Fall craften kann, was aber stackbar wäre. Und da fällt mir jetzt auf Anhieb nichts ein. Doof. Ja, und mal wieder schipperig quer durch die Gegend. Das ist ja auch erst, glaube, eine Folge her, wo ich das gemacht habe. Yep. So und ungefähr. Hier an dieser Stelle, wie gesagt. Ah, ich weiß, was er noch handeln soll. Einfach aus Spaß, ein Katana. Ah. So, Katana, dafür, das würde ich sagen, 3 Iron, ein Katana. Das ist halt. Das hat, glaub, nope, macht, glaub ich, auch nicht. Stahl. Kein Eisen, Stahl. Eisen ist zu billig dafür. Dafür, dass du das normalerweise mit 2 Eisen und einem Stock herstellen könntest? Mist. Wenn die Waffenmod noch drin wäre, wo es die Komplikation gegeben hat. Es ist nicht teurer als ein. Ja.
Ist ja Schwert. Blöd. Oh Gottchen, warum ist er denn die Dürer? Deswegen würde ich sagen 3 für 1. Ich glaube, keiner wird wirklich das in der Hand nehmen, weil das macht, glaube ich, nicht so viel Schaden, das Ding. Menschenskinners. So. Bin ja bald auf der Halbbahnmarkierung. Ja. Shuriken könnten wir ihm auch noch hingeben. Hat er auch Kunai? Kannst du auch Kunai zuweisen? Kunai und Reverse Kunai hat er beides. Nice.